geht, Leute, und herzlich willkommen zur großen Last Man Standing Challenge hier in F1 22. Falls ihr nicht wisst, was das Ganze ist, dann habt ihr erstens ziemlich was verpasst in den letzten Spielen immer. Zweitens ist es aber auch ziemlich schnell erklärt. Wir fahren gleich ein Rennen und das Ziel wird es sein, das letzte Auto zu sein, welches noch auf der Strecke übrig ist. Also alle 19 anderen Fahrer irgendwie entweder raus zu crashen oder sie dazu zu bringen, dass die sich gegenseitig raus crashen, indem man die Strecke irgendwie schlau blockiert an einer guten Stelle. Das macht immer verdammt viel Spaß. Ist nicht ganz so easy, aber ich liebe diese Videos. Bei euch kommen die mega gut an und ich kann es kaum erwarten, das hier heute in F1 22 zu machen mit der neuen Generation der Autos ja auch noch, bei denen das Schadensmodell so ein bisschen anders ist. Die Frontflügel sind zum Beispiel deutlich stabiler als in den letzten Jahren immer. Ob das irgendeinen mega Unterschied machen wird für diese Challenge, keine Ahnung, aber das werden wir ja im Laufe der Zeit herausfinden. Machen werden wir das auf der Strecke in Miami. Ich finde, die bietet sich dafür perfekt an. Und den Fahrer, den entscheidet heute der Zufall. Ich werde hier eine Zahl von 1 bis 20 random generieren lassen und je nachdem, was dann rauskommt, den Fahrer nehmen wir. Also die beiden Mercedes-Fahrer haben hier halt die 1 und Russell die 2 und so weiter durch alle Teams hindurch. Die Zahl ist die Nummer 8, also der zweite Fahrer im vierten Team, wenn ich mich nicht irre, das ist Lando Norris. Natürlich sind sämtliche Strafen bzw. Regeln deaktiviert, somit ist wirklich alles erlaubt, was irgendwie dazu führt, dass wir andere Fahrer raushauen. Das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass wir ausscheiden, dann gilt die Challenge als nicht geschafft. Die Formel 1 ist im Sunshine State angekommen und wir freuen uns auf atemberaubende Sonnenuntergänge, sanfte Brisen, warme Gewässer und einen fantastischen Renntag am Miami International Autodrome. Nun kann es auch schon losgehen. Die ersten paar Versuche werden dazu dienen, einfach mal herauszufinden, was hier in diesem Spiel so effektiv ist. Aus Erfahrung aus den letzten Spielen kann ich sagen, dass es gar nicht so viel bringt, auf einzelne Fahrer zu gehen und zu versuchen, die irgendwie in die Wand zu schieben, wie wir es hier jetzt mit Checo Perez versuchen. Erstens ist da das Risiko verdammt hoch, dass man sich selber raushaut. Und zweitens bringt es halt nichts. Man haut maximal einen Fahrer raus. Viel, viel cleverer ist es, sich irgendwo an einer schnellen Stelle der Strecke zu platzieren, sodass die KI die Arbeit für uns erledigt und dass die sich gegenseitig raushauen. Die erste Stelle, die ich im Kopf habe, um ein bisschen Chaos zu verursachen, ist dieser ganz, ganz langsame Abschnitt hier. Hier gehen wir selber kein hohes Risiko ein, weil das so langsam ist. Oh, 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 da kommt das Feld aber schon. Oh, wow, das ist jetzt ein Problem, aber vielleicht schaffen wir es trotzdem, uns hier noch irgendwie hinzustellen. Wir gehen nicht so viel Risiko ein, weil das alles so langsam ist, dass uns fast nichts passieren kann. Vielleicht mit etwas Glück geht da hinten aber so ein bisschen das Chaos ab, sodass, ja, die ersten Fahrer ausscheiden. Checo Perez ist schon mal draußen zum Beispiel und da kommen vielleicht noch ein paar weitere dazu, obwohl sich das jetzt so ein bisschen aufzulösen scheint. Ich weiß nicht, was Perez gemacht hat. Wahrscheinlich ist er einfach mit Full Speed in das Ende dieser Schlange reingekracht. Den haben wir ja in der ersten Kurve vorhin schon gut abgedrängt. Ja, das gestaltet sich doch schon mal okay. Immerhin den ersten Fahrer sind wir bereits losgeworden. Aber jetzt sind die wirklich so clever und fahren hier alle einfach vorbei. Das habe ich fast nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ein paar sind aber auch ein bisschen dämlich und krachen hier in uns rein. Nur noch Stroll und Magnussen stehen jetzt hier, aber auch nicht mehr lange, vermute ich. Können wir gegen Kevin irgendwas machen? Eine gute Taktik in den letzten Spielen war es auch immer, rückwärts in ein stehendes Auto reinzukrachen. Weil man so selber eigentlich fast nicht ausscheiden kann. Aber man kann den anderen sehr gut raushauen, wenn man das Vorderrad trifft. Ich möchte diese Stelle hier noch nicht so ganz aufgeben. Gerade war es ja schon von Erfolg gekrönt. Zumindest so ein bisschen. Einen Fahrer sind wir losgeworden. Vielleicht kommen da jetzt ja ein paar weitere dazu. Alter, wo fahren die denn lang? Die fahren von alleine in die Wand, wenn man hier steht oder was? Was ist das denn? Vielleicht ist Checo ja so dann irgendwie ausgeschieden. Die fahren da ja völlig neben der Strecke entlang. Das ist schon kurios. Euer Eins staut sich da so ein bisschen. Wenn da einige jetzt mit ordentlich Speed reinkrachen, wie gerade schon Yuki Tsunoda so ein bisschen, dann kann da echt was passieren. Ja, die Stelle, die ist nicht so schlecht. Die ist nicht so schlecht. Die stellen sich da echt verdammt seltsam an. Ich habe die Hoffnung, dass wir hier noch einige Fahrer rausbekommen in diesem Rennen.
wenn wir hier dranbleiben, jetzt kommen gleich noch ein paar weitere dazu. Oh, Alonso streift hier gut die Wand. Leclerc ballert uns ganz schön in die Seite. Das kann auch ganz schnell unser Vorderrad erwischen. Das darf natürlich nicht passieren. Oh, Charles, das gefällt mir gar nicht, was du da machst. Sebastian Vettel ist damit ordentlich Speed reingekracht. Und jetzt kommt auch Bottas dazu. Valtteri erwischt es nicht, aber Vettel ist bei dem ausgeschieden, was wir da gesehen haben. Auch Esteban Ocon kommt jetzt dazu. Und ein paar weitere. Oh, das ist viel besser, als ich gedacht habe. Auch Kevin Magnussen ist draußen. Bitte hau uns jetzt nicht raus. Das wäre echt verdammt bitter. Was ein Chaos haben wir hier direkt angerichtet. Wow. Richtig, richtig cool. Okay, jetzt ist es, glaube ich, mal an der Zeit, hier wegzufahren, weil sich das so ein bisschen aufgelöst hat. Aber das habe ich echt nicht gedacht. Die kamen da mit verdammt viel Speed an. Das ist doch gar keine so schnelle Kurve. Aber offensichtlich ist sie das schon. Auch der zweite Aston Martin von Lance Stroll ist draußen. Und wir mussten hier selber noch so gut wie gar nichts machen. Mussten hier einfach diesen Stau verursachen. Und die anderen haben dann die Arbeit für uns erledigt, mehr oder weniger. Jetzt bin ich gerade zu dämlich, um Micks Vorderrad irgendwie gut zu treffen. Wenn wir das schaffen, dann können wir auch den noch raushauen. Ja, erst draußen. Sind wir noch drin? Ja, wir sind noch drin. Boah, das war ein richtig guter Auftakt. Da sind bestimmt schon 5 oder 6 Fahrer draußen. Auch Lewis Hamilton ist draußen. Oh, da geht noch ein bisschen mehr ab. Wir müssen hier ja gar nichts machen gerade. Was ist denn da passiert bei Lewis? Das interessiert mich jetzt. Ah, da steht noch das Wrack von Mick Schumacher auf der Strecke. Und da rein ist Lewis gefahren. Sehr, sehr geil. Diese Stelle, die ist ja mal mega. Kommen wir mal an die Box, holen uns den neuen Frontflügel ab. Zum ersten Mal von wahrscheinlich einigen Malen heute. Unsere Jungs, die werden hier heute einiges zu tun haben. Das tut mir jetzt schon im Voraus leid, Jungs. Aber ihr schafft das. Glaubt mir, das ist eine gute Taktik, die wir hier verfolgen. Leider aktualisiert sich die Positionsanzeige, beziehungsweise die Anzeige, wie viele Fahrer noch im Rennen sind, erst, wenn man selber so viele Runden gefahren hat, wie die Fahrer, die ausgeschieden sind, wenn ihr versteht. Das war die letzten Jahre auch schon immer so. Deshalb steht da oben immer noch 20 von 20. Es sind aber natürlich nicht mehr 20 von 20 im Rennen, sondern ungefähr, boah, was weiß ich, vielleicht 15 oder so, würde ich spontan schätzen, mit einem Blick auf die Karte. Das war echt ein sauguter Anfang. Ebenfalls viel verspreche ich mir eigentlich von diesen schnellen Kurven hier. Leider sind an dieser Stelle aber die Wände ziemlich weit weg. Somit wird es schwierig, da so viel anzurichten. Wir müssen einen Fahrer wirklich so erwischen, dass der völlig quer auf der Strecke steht. Oder wir schieben ihn einfach in die Wand. Das ist auch eine Option. Oh, das gibt hier mal ein bisschen Chaos mit Guan Yu Zhou. Aber der befreit sich da ganz gut, obwohl er ein bisschen vorsichtig beschleunigt. Na, können wir den vielleicht einfach so ganz auf klassische Art und Weise aus diesem Rennen hauen? Ja, eventuell, da kommt mal so eine Einbuchtung in der Wand, aber das reicht nicht. Boah, Guan Yu ist echt hartnäckig. Ah, jetzt kommen wir so ein bisschen ins Schleudern. Oh nein, das ist ein bisschen viel Risiko. Der schiebt uns hier an. Der schiebt uns hier an. Nein, wir kommen nicht weg. Oh Gott, okay, nein, komm, fahr lieber, das lohnt sich nicht. Oh, wir sind noch drin. Wir sind noch drin. Ich dachte, das war's. Der kam da mit Fullspeed an, Yuki Tsunoda. Aber das hat gut funktioniert. Jetzt kommen da noch ein paar andere an dieser Stelle vorbei. Oder das war nicht mal Absicht, ehrlich gesagt. Das war einfach purer Zufall, dass Yuki da gerade auch war. Während wir noch versucht haben, mit Joe ein bisschen Chaos anzustellen. Na komm, verursachen wir hier mal wieder einen Stau. Die Stelle hat mir vorhin schon ganz gut gefallen. Na, die Jungs kommen aber gut vorbei, so wie es aussieht. Ey, das geht so gut voran hier. Das ging normalerweise nie so schnell. Wir haben immer echt lange gebraucht. Aber wenn man jetzt mal auf die Karte schaut, da sind nur noch sau wenige. Wirklich, das sind vielleicht noch 10 Fahrer oder so. Und wow, unfassbar. Unfassbar. So Miami für eine Last-to-First-Challenge kann ich schon mal empfehlen. Aber natürlich haben wir es noch lange nicht geschafft. Jetzt entsteht mal wieder so ein Stau hier an dieser langsamen Stelle. Und der wird Max Verstappen zum Verhängnis, der da ganz schön reingekracht ist in Carlos Sainz. Ja, so ist es. Max ist draußen. Jetzt kommt noch ein weiterer. Pierre Gasly. Hat es auch ihn erwischt? Ey, das ist die beste Stelle aller Zeiten. Ohne Scheiß. Das habe ich selten erlebt, dass man so wenig Risiko eingehen muss, aber dass das so vielversprechend ist. Was tun die denn jetzt? Die fahren da einfach hin und her, irgendwie quer die Strecke entlang. Wahnsinn, jetzt kommt noch ein weiterer da hinten rein. Es ist, glaube ich, Latifi, aber nee, der wird hier noch nicht zum Opfer.
Oh, jetzt befreit sich das hier mal so ein bisschen. Gasly fährt vorbei, ein paar machen da noch ein bisschen Faxen. Unser Teamkollege Ricardo, der ist auch ganz wild unterwegs. Aber, nee, der ist hier noch nicht draußen. Oh, jetzt werde ich so langsam ein bisschen nervös. Je weiter man es schafft, je mehr Fahrer man schon rausgehauen hat, desto mehr hat man natürlich auch zu verlieren. Und desto weniger Risiko möchte man eingehen. Da kommt Albon jetzt. Ah ja, die bleiben hier auch stehen, so ganz seltsam immer. Und wir bekommen vielleicht aus nächster Nähe einen Crash mit. Ein Crash war es schon, aber noch kein DNF. Da kommt jetzt auch Guan Yu, den wollten wir ja gerade schon erwischen, aber das erledigt er ganz für uns. Wir müssen da gar nichts machen. Er fährt seinem Teammate Bottas hinten rein und ist dadurch draußen. Ah, können wir Carlos vielleicht so rückwärts irgendwie raushauen? Nein, jetzt hat sich das wieder aufgelöst hier für diese Runde. Aber ich komme nicht drauf klar, wie gut das funktioniert. Das ist unfassbar. Also falls alle Stricke reißen, haben wir schon mal eine sehr, sehr gute Stelle, an der wir das probieren können. Ich würde aber trotzdem gerne noch so ein paar andere Ideen, die ich im Kopf hatte, versuchen. Eine war zum Beispiel diese letzte Kurve hier. Die ist ziemlich eng. Da passen nicht so viele Autos nebeneinander hin. Hier könnten wir vielleicht was Ähnliches erleben wie an dieser langsamen Stelle. Ich weiß nicht, wo wir uns am besten platzieren. Direkt am Scheitelpunkt oder... Oder mehr in der Mitte der Strecke, keine Ahnung. Ich glaube, in der Mitte der Strecke ist ganz gut, weil da wird es verdammt schwer, hier innen noch vorbeizukommen. Und außen, na gut, außen würde es gehen, wenn die so clever sind. Daniel ist der Erste, unser Teamkollege, der jetzt hier vorbeikommt. Ah, der fährt einfach außen vorbei, ne? Ja, ja, da standen wir nicht so gut, aber das war schon ziemlich knapp. Jetzt kommen einige andere Autos auf einmal. Russell, bitte nicht in unser Vorderrad rein. Oh, 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 oh. Ich bereue das gerade so ein bisschen, hier so zu stehen. Aber die fahren einfach alle vorbei. Die fahren einfach alle problemlos vorbei. Ja, ja. 10 Autos sind insgesamt noch auf der Strecke, inklusive uns, wenn ich mich nicht verzähle. Somit werden jetzt aber auch die Wartezeiten ein bisschen länger, wenn man eine Möglichkeit auslässt. Oh, wo kann man das noch versuchen? Ich weiß es nicht. Ich traue mich jetzt auch echt gar nichts mehr, Mann. Ich möchte diesen Versuch auf jeden Fall bis zum Ende durchziehen, weil der so gut begonnen hat, so unerwartet gut. Ich bin euch aber ehrlich, ich habe absolut nicht erwartet, dass diese langsamen Kurven dafür so gut sind. Ich dachte eigentlich, dass das war eigentlich so ein Spaßversuch, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass die Geschwindigkeit dort überhaupt ausreicht, um auszuscheiden. Aber offensichtlich tut sie das. Und das tut sie definitiv auch hier an dieser Stelle. Ah, hier ist die Geschwindigkeit halt fast so hoch, dass das auch für uns ganz unlustig werden könnte. Ja, das war schon mal nicht so gut gegen Sainz gerade. Das sieht aber geil aus mit diesem Stadion da im Hintergrund. Wäre schon cool, hier so einen kleinen Massencrash zu provozieren. Und ich werde es auch versuchen, aber allzu zuversichtlich bin ich nicht, weil die Strecke hier auch so breit ist mit dieser riesen Auslaufzone da. Kommt jetzt unser Teammate mal wieder. Ich glaube, wenn wir hier aber einfach so stehen, dann kommt der... Ja, ja, also wenn der uns so hinten reinkracht, dann sind wir eigentlich safe draußen, wenn das in einem bestimmten Winkel passiert. Jetzt kommen ziemlich viele. Das ist noch so ein etwas größeres Grüppchen. Das müssen wir möglichst beibehalten, wenn es geht. Dürfen da nicht zu große Lücken aufkommen lassen, weil es natürlich leichter ist, Leute aus dem Rennen zu hauen, wenn alles so ein bisschen auf einem Haufen ist. Da ist jetzt, ich glaube, George Russell hinten an uns dran. Bringen wir den hier zum Stehen? Nicht so wirklich, ja. Boah, das hat er gut gemacht, Alonso. Angetäuscht auf einer Seite und auf der anderen fährt er vorbei. Wie sieht das gegen... gegen den Williams aus? Ich glaube, da hätte man nicht knapper an der Wand vorbeischrammen können. Das verdient sich eine Wiederholung aus der Frontflügelperspektive. Boah, ich glaube, da passt vielleicht gerade so ein Blatt Papier dazwischen, übertrieben gesagt. Heftig. Ich erinnere mich an die erste Karrieresaison, als sich hier an dieser Stelle, ich glaube sogar zweimal ein Auto gedreht hat. Und darauf kam die KI gar nicht klar. Da gab es völliges Chaos. Und wir hatten in dem Rennen, glaube ich, sogar 2 Safety Cars wegen einem solchen Zwischenfall. Das kann den Versuch wert sein. Da kommt jetzt Valtteri Bottas an, dessen Teamkollegen Joe haben wir ja vorhin schon erwischt. Sainz jetzt auch. Das wird knapp mit dem Spanier. Das könnte es gewesen sein mit seinem Vorderrad. Der hat uns da in einem guten Winkel getroffen. Also aus unserer Sicht in einem guten Winkel. Ah, so ist es. Leider steht sein zerstörtes Auto aber völlig neben der Ideallinie. Und die anderen sind auch noch meilenweit weg. Aber das ist schon mal einer weniger. Sehr gut. Dieser Abschnitt hier könnte wirklich im gesamten Kalender der beste sein für eine solche Challenge.
Ich wüsste keinen anderen, auf dem das so gut funktioniert, auf dem das so effektiv ist. In dem das so effektiv ist. Oh, Daniel, den würde ich hier gerne mal loswerden. Und das klappt auch. Wow. Ich bin fasziniert darüber, wie stabil das Heck unseres Autos ist. Ich meine, der trifft, ja gut, der trifft halt so unseren Diffusor bzw. Heckflügel. Und sein Vorderrad explodiert da aber einfach mal. Da sieht man, wie leicht es ist, Schaden zu bekommen. Und umso erstaunter bin ich ehrlich gesagt, dass wir noch im Rennen sind nach manchen Aktionen, die da schon passiert sind. Ricciardos Auto steht leider auch so ein bisschen neben der Ideallinie. Aber da kommen jetzt einige andere Autos vorbei. Vielleicht haben wir ja Glück und die krachen da rein. Die KI fährt hier ja so ein bisschen neben der Strecke. Das haben wir vorhin schon beobachten können. Und genau an dieser Stelle, an der die manchmal langfahren, steht halt Daniel jetzt. Oh, das ist knapp. Ah, der ist geghostet. Nein, der ist geghostet. Ah, schade. Da hatten wir ein bisschen Pech. Aber komm, jetzt können wir mal wieder einen Stau hier provozieren. Ich hätte gerne das gesamte Feld nah beieinander, aber das gelingt jetzt einfach nicht mehr. Oh, Gasly schön rückwärts in Alonso rein. Ja, das war nicht schlecht, aber hat noch nicht dazu geführt, dass Fernando ausgeschieden ist. Das hier auch nicht. Ja, nee, man muss wirklich genau das Vorderrad treffen. Dann kann das funktionieren. Wir haben es ja auch schon mal geschafft hier in dieser Challenge. Oh, das gefällt mir gerade gar nicht. Entfernen wir uns mal ein bisschen. Aber ja, wenn man nur den Frontflügel trifft, dann reicht das nicht. Beide Williams sind hier noch dabei. Wow. Und einer der Alphas, den anderen, den hat's schon erwischt. Und jetzt auch Valtteri Bottas, oder? Nein! Hä? Wow. Es ist schon sehr, ich will nicht sagen random, aber der Winkel muss perfekt passen. Ricciardo zum Beispiel vorhin, bei dem ist das Vorderrad explodiert wie sonst was. Bottas ist jetzt gefühlt viel schneller in uns reingefahren und da passiert einfach mal nichts. Oh, Albon. Ah, der quetscht sich da noch vorbei. Was ein Frechdachs. Eine gute Stelle, um für Chaos zu sorgen, ist auch die Boxenausfahrt, wenn man möglichst viele Autos dazu bringt, an die Box zu fahren. Das war jetzt der Fall. Aber, oh, leider sind wir ganz woanders. Bottas scheidet von alleine aus. Mit einem Motorschaden oder was? Oder war das vielleicht doch eine Folge des heftigen Aufpralls? Ich weiß es nicht. Was passiert hier bei Valtteri? Der fährt normal die Gerade entlang. Ah, nee, das war aber schon so ein zur Seite fahren. Irgendwas war da an seinem Auto. Das nimmt man gerne mit. Der Heckdiffusor wurde schwer beschädigt. Ja, natürlich sieht das nicht gut aus. Ich glaube, an unserem Auto sieht nichts mehr gut aus. Aber das ist mir auch völlig egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 andere sind noch im Rennen. Für Daniel ist das Rennen vorbei. Er ist raus. Ja, ach nee. Habe ich mitbekommen tatsächlich. Stell dir vor. Wir sind jetzt erst in der dritten Runde. Ich dachte, es kommt ein Safety-Car raus oder so. Irgendwie ganz random, obwohl ich das natürlich deaktiviert habe. Ja, Bremsen ohne Frontflügel ist ein bisschen schwierig. Oh Gott, und fahren auch. Oi, wir dürfen hier nicht mehr schnell fahren. Das ist keine gute Idee. An diesem Auto ist so gut wie nichts mehr dran. Hamilton und... Ist es Leclerc oder Sainz? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist auch nicht Hamilton, es ist George Russell. Den erwischen wir allerdings nicht. Leclerc ist der Ferrari, den erwischen wir. Und wir bleiben im Rennen. Charles ist draußen. Sehr, sehr gut. Einer weniger. Und der steht da ganz interessant. Der steht da ganz interessant. Und jetzt kommt noch ein anderer an. Ja, beobachten wir das mal. Ist der auch ausgeschieden, der dem da hinten reingekracht ist? Ja. Und noch ein anderer kracht rein, die ghosten auch nicht, beziehungsweise schon, aber immer erst nach einer Weile. Auch Pierre Gasly ist draußen und da kommt jetzt ein weiterer dazu. Ist das vielleicht schon die Entscheidung gewesen? Ich weiß es nicht, Alonso kann aber weiterfahren. Schade, dennoch hat das hier besser geklappt als erwartet. Die Top 4 in der Last Man Standing Challenge 2022 heißen George Russell, Alex Albon, Fernando Alonso und Lando Norris hier irgendwo etwas weiter hinten. Der nächste, der jetzt ausscheidet, bestimmt sozusagen schon das Podium, weil dann nur noch drei andere übrig sind. Wir haben es schon verdammt weit geschafft. Übrigens lustig, dass noch drei blaue Autos übrig sind, auf der Karte zumindest. Aber gut, das ist auch keine so große Kunst, weil die allermeisten Autos ja irgendwie blau haben. Der Red Bull zum Beispiel auch. Ja gut, er ist auch völlig nebensächlich. Ist mir gerade nur aufgefallen. Okay, jetzt habe ich wirklich nur noch Angst. Jetzt wird mir das Herz in die Hose rutschen bei jeder Kollision, die wir irgendwie erleben. Versuchen wir Albon hier mal so ein bisschen einzusperren. Wir müssen die drei Jungs, wenn möglich, näher zusammenbekommen. Ja, weil die so einzeln alle rauszuhauen, das wird ein Riesenkrampf. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Kriegen wir Albon hier noch irgendwie? Ja, nee, der hat da keinen Bock drauf.
Ich glaube, das kann ich vergessen, die hier näher zusammenzubekommen. Die könnten fast nicht weiter auseinander sein. Wir müssen hier einzeln auf die Jagd gehen. Ich würde gerne Albon mal hinterherfahren. Der wird jetzt stoppen müssen. Vielleicht können wir den an der Boxenausfahrt abfangen. Das war in der letzten Last Man Standing so die Siegesstrategie. Da haben wir einige Fahrer an der Boxenausfahrt rausgenommen. Fast die meisten, wenn ich mich recht entsinne. Oh Gott, oh Gott. Es ist aber fast schon gefährlicher, hier überhaupt alleine halbwegs schnell um die Strecke zu fahren, als zu versuchen, die anderen rauszuhauen, so beschädigt wie unser Auto ist. Okay, da ist Albon jetzt. Wie weit geht diese Boxenmauer hier? Okay, hier ist die noch, aber hier können wir uns hinstellen und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Ich glaube, man darf nicht zu weit zurückfahren, sonst wird man zurückgesetzt, aber das könnte vielleicht gut sein. Da kommt Russell jetzt vorbei. Wir müssen es schaffen, uns ein bisschen abzusetzen, ohne dass Albon uns hinterherfährt. Aber das passiert irgendwie nicht. Sobald wir einen Meter nach vorne machen, macht er auch einen. Mann, bleib doch mal stehen. Ist das frustrierend. Wenn der ein bisschen weiter von uns weg wäre, dann könnten wir dem so schön ins Vorderrad krachen rückwärts. Aber so wird das, fürchte ich, leider nicht unbedingt was. Ah, Mann. Der macht das gut. Ich glaube, Albon, der macht mir hier fast am meisten Sorgen. Den haben wir auch schon einige Male versucht rauszuhauen. Und der hat sich gar nichts gefallen lassen. Hier jetzt auch, absolut nicht. Witzig wäre es geworden, wenn da noch andere aus der Box gekommen wären hinter Albon. Aber das ist bei nur noch drei Autos auf der Strecke, die völlig verteilt sind, halt unmöglich. Oh, hier liegen überall noch die Teile vom letzten Massencrash, den wir provoziert haben. Platzieren wir uns mal wieder an der langsamen Stelle. Da traue ich mich gerade noch am meisten und ich glaube, da ist die Erfolgschance auch am größten. Da kommt Fernando jetzt. Der fährt uns schnell rein. Oh ja, das war perfekt. Das war perfekt. So kann das auch gegen die anderen gehen. Es ist halt jetzt ärgerlich, dass der Nächste erst in gefühlt 40 Sekunden hier vorbeikommt. Das wird halt nichts bringen, weil bis dahin Alonsos Auto weg ist. Somit müssen wir uns dann selber darum kümmern. Oh, jetzt verschwindet Alonso einfach. Norris, Albon und Russell ist übrigens jetzt schon das Podium hier in dieser Challenge. Die drei richtig guten Kumpels hier aus dem Real Life. Das ist doch verdammt cool, dass sich das jetzt zwischen uns dreien hier entscheidet. Ah, Russell, nee, der fährt noch weiter. Der fährt noch weiter. Oh Mann, und Albon ist gerade an der Box. Nein, Russell fährt nicht weiter. Ich dachte mir gerade schon, was macht denn der da? Hier in der Wiederholung ist er auch geghostet für einen kurzen Moment, dann wieder nicht. Ich weiß nicht, was das war mit Russell. Der ist uns schon relativ schnell reingefahren. Das Vorderrad ist aber noch dran. Offensichtlich ist aber irgendwas anderes beschädigt worden. Was auch immer, es ist mir völlig egal. Wir haben das Finale der Last Man Standing Challenge hier in diesem Spiel. Wir gegen Albon. Was ist das bitte für eine geile Ironie, dass Albon hier der andere Verbleibende noch ist? Das ist eigentlich unfassbar. Der ist ja unser größter Konkurrent gewesen in der Karriere bisher, so ziemlich. Vor allem in der ersten Saison. Und jetzt, ja, jetzt, es ist unfassbar. Wie geil ist das denn? Oh Gott, ich will gerade nicht meinen Puls wissen. Das wäre so unfassbar frustrierend, das jetzt noch zu verlieren. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war so ein geiler Versuch. Das war auch der erste Versuch. Es gab nicht einen, der irgendwie mal schief gegangen ist. Das wäre der Wahnsinn, das zu schaffen. Es hat alles so gut geklappt. Und jetzt fehlt nur noch der letzte kleine Schritt. Aber der fühlt sich nicht an wie ein kleiner Schritt. Der fühlt sich an wie ein verdammt großer. Weil es halt so leicht passiert, dass irgendwas schief geht. Ich weiß nicht, wo wir uns am besten hinstellen. Vielleicht hier ist es ein bisschen langsamer als... Ah nein, wir sind aber neben der Strecke. Oh, ich Idiot. Vor lauter Nervosität fahre ich hier neben die Strecke. Nein, jetzt entkommt uns Albon wieder für eine weitere Runde. Ah, ja, okay, komm, aber das bringt jetzt nichts, da frustriert hinterher zu fahren. In der nächsten Runde müssen wir es besser machen. Und mit weniger Angst, weil dann wird's nichts. Ich glaube, dann geht's eher schief als alles andere. Ho, habt ihr das gesehen? Vielleicht versuchen wir den einfach möglichst früh in diesem langsamen Abschnitt abzufangen. Weil selbst wenn dann der erste Angriff irgendwie schief gehen sollte, haben wir immer noch die Chance, ihn später vielleicht irgendwie in die Wand zu schubsen. Hier haben wir ja vorhin, ich glaube, Sainz rausgehauen, ne? Einen der Ferraris, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, auch viele, viele andere schon an dieser Stelle. Das kann also funktionieren. Tut es das aber auch in einem so wichtigen Moment. Wenn alles auf dem Spiel steht hier in dieser Challenge. Da kommt Albon jetzt wieder.
Ja, jetzt haben wir ihn mal eingekesselt so ein bisschen, aber er fährt wieder vorbei. Allerdings kann jetzt der Konter kommen, den ich gerade angesprochen habe. Wir können hier nämlich einfach abkürzen und uns dann wieder vor Albon stellen. Das war ein großer Aufprall. Unsere Autos sind da völlig verhakt gewesen. Aber noch sind wir beide im Rennen. Oh, ist das ein Drama? Nein, trifft nicht unser Vorderrad. Albon ist draußen und wir sind irgendwie noch drin. Wir sind der Last Man Standing hier in Miami. Was war das denn für ein Final Kill? Das hätte nicht spannender sein können. Oh mein Gott, wie ist das gut gegangen? Ich weiß es nicht. Als Albon uns so hatte, dachte ich, das war's. Dann dachte ich wirklich, dass wir es verkackt haben, weil so möchte man nicht langgeschoben werden. Der hatte auch perfekt seine Nase, seinen Frontflügel eigentlich an unserem Vorderrad. Und dann, was hat dazu geführt, dass er ausscheidet? Der verhakt sich dann so komisch zwischen unserem Seitenkasten und dem Vorderrad. Und das hat gereicht, um sein Vorderrad abzureißen. Unseres ist dran geblieben und wir haben es geschafft. Boah, war das geil. Und es ist Miami eine geile Strecke dafür. Mega. Boah, jetzt muss ich mich erstmal beruhigen. Das ist immer intensiv. Aber jetzt, wow, so einen riskanten letzten, Kill, nenne ich es mal, haben wir, glaube ich, noch nie gehabt, oder? Meistens wollte ich das irgendwie vorsichtig angehen, rückwärts oder so. Das wollte ich hier auch, aber das hat halt nicht geklappt. Das hat Albon nicht mit sich machen lassen. Und somit ist dann irgendwie dieses dramatische Finish draus geworden. Aber wir haben es mal wieder geschafft. Wir sind der Last Man Standing. Auch hier in F1 22. Lasst gerne einen fetten Daumen hoch da, wenn euch diese Challenge gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald bei kommenden Videos wieder. Obwohl eigentlich dürfen wir uns das Rennergebnis nicht entgehen lassen. Mit 19 DNFs und mit einem verbleibenden Auto. Und das sind wir als Lando Norris ankommen. Als krönender Abschluss hauen wir uns auch noch irgendwo in die Wand. Vielleicht in die Boxenmauer oder so. Und dann ist diese Challenge hier mal wieder geschafft. Boah, das war echt geil. Hey, was soll das denn? Warum auch immer werden Albon, Russell und Alonso hier noch gelistet und nicht als DNF gezählt, aber offensichtlich haben wir die alle rausgehauen und die Positionen hier, die sind eh ein bisschen, also vor allem unsere Position, die ist nicht aussagekräftig. Es ist halt derjenige vorne, der die meisten Runden gemacht hat und das war Albon in dem Fall. Wir hätten jetzt auch noch, was weiß ich, 5, 6 Runden alleine einfach machen können, dann würden wir hier auf der 1 stehen, aber was bringt's? Ich glaube, die Zeit kann man sich sparen. Wir sind der Last Man Standing. Landing hier in Miami. Oh, Perez hat sogar nicht eine einzige Runde hinbekommen. Ja, stimmt, der war ja der allererste, der ausgeschieden ist. Aber wie eigentlich? Das interessiert mich noch. Das war so ziemlich der einzige Crash, von dem wir wirklich fast gar nichts gesehen bzw. mitbekommen haben. Checo, oh, macht es erst gut und dann völlig dämlich. Okay, jetzt ist das ja auch aufgeklärt. Vielen Dank fürs Zuschauen jetzt. Jetzt war es das endgültig. Wir sehen uns bald bei kommenden Videos wieder. Bis dann, haut rein und ciao.